allererste Mal ins Deutsche Museum. Steigern die Spannung nun schrittweise bis zum Durchstand. Kurze Pause, jetzt kommt mein Eis. Raspberry. Das? Jawohl. Ja. Ja. Wo sind Sie heute? Jetzt bin ich im Deutschen Museum in München. Und wie gefällt Ihnen bis jetzt? Ja, das ist super. Und schon wieder habe ich was Neues entdeckt. Aber jetzt schauen wir mal das mathematische Kabinett an. Okay, dann zeigen Sie mal. Ja, dann gehen wir los. Ja, dann schnappen wir uns doch einmal den Zirkel. Habt ihr alle einen Zirkel mit? So einen haben Sie nicht. Wir wollten doch einmal Strecken teilen. Da hätten wir einen Streckenteiler. Und jetzt gibt es da ganz was Tolles, nämlich der Taschenrechner, mit dem ich in der Schule gelernt habe. Und den wird jetzt wahrscheinlich kaum jemand erkennen, weil das ist, siehst du schon? Ja. Ein Rechenschieber. Damit rechnet man. Damit rechnet man. Wie? Der da vorne, der Aristo, den habe ich da in der Schule gehabt. Unglaubliche. Dann hätten wir da noch einen älteren Taschenrechner. Ja, warum ist da wohl ein Plattel davor, gell?
Okay, das ist der Abakus. Okay, und jetzt? Und jetzt noch ein Taschenrechner. Ich habe doch einmal gesagt, dass wir einen Taschenrechner verwenden können in der Schule. Wenn man selber programmieren. Eis. Mahlzeit. Das Eis ist fertig. Das sind die Reste von meinem Eisbecher und das war's jetzt. Gell?